Ein wunderschönen guten Tag heute wieder bei Rund um Star Citizen mit eurem Fexi. Schön, dass ihr hier seid auf meinem Kanal. Ich habe euch natürlich wieder ein paar Schiffe mitgebracht, das habe ich ja schon vorab informiert. Wenn ihr Lust habt, bleibt gerne bei. Ich habe tatsächlich die Retaliator dabei, ich habe die Ares dabei, ich habe natürlich auch die Halsey dabei. Die Redeemer darf im Portfolio auch nicht fehlen. Das sind die Schiffe, über die ich gleich mit euch reden möchte. Was gibt es da Neues zu den Schiffen? Ich möchte euch auf den neuesten Stand bringen, wenn ihr Bock habt. Let's go, legen wir los. Bleibt dran, um Abfahrt, ihr Lieben. Hier sind wir auch schon direkt tatsächlich bei der Retaliator. Denkt daran, die Retaliator soll ja modular aufgebaut sein. Und hier sehen wir die Swap-Möglichkeiten. Das heißt, ihr könnt die Pods nachher austauschen. Das bedeutet, das soll dieses Jahr auch noch reinkommen. Wahrscheinlich mit 3.15, 3.16 könnte es soweit sein, dass ihr auch die Möglichkeit habt, nachher die vorderen oder auch den hinteren Bereich auszutauschen bei der Retaliator. Was natürlich super genial wäre, wenn das möglich ist. Und ich hoffe, dass sie das dieses Jahr noch reinkriegen. Das wäre auf jeden Fall super genial, da haben wir wirklich ein Schiff, was multifunktionell aufbaubar ist. Das gucken wir uns auch gleich mal direkt weiter an, wie das aussieht und was für Module bis jetzt angekündigt sind. Hier haben wir zum Beispiel jetzt den Living Quarter, das gibt es auch für das hintere Modul und für das vordere Modul. Wenn wir zum Beispiel Leute von A nach B fliegen möchten, zum Beispiel Personal Transport durchführen möchten mit der Retaliator, was möglich ist, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, die Pods auszutauschen und Living Quarter Pods einzubauen. Ist wirklich eine coole Sache. Wie gesagt, hier haben wir sogar einen Fernseher drin, wenn wir zum Beispiel nichts mehr verpassen möchten, zu Inside Star Citizen oder Calling Out Desk, können wir uns das auch direkt und unser Retaliator auf dem Fernseher angucken, was natürlich cool ist. Und wie gesagt, sieht auch jedenfalls sehr sweet aus, was wir natürlich auch sehr cool durchmischen können. Wie gesagt, wir können auch andere Sachen einbauen, wie zum Beispiel Storage Ports können wir auch einbauen. Wir können das auch untereinander mischen, dass wir sagen, wir möchten im vorderen Bereich den Living Quarter einbauen, im hinteren Bereich möchten wir vielleicht ein bisschen Storage mitnehmen. Dann haben wir auch die Möglichkeit, das durchzumischen, ihr Lieben. Finde ich wirklich sehr cool. So sieht es dann zum Beispiel auch. Da können wir gucken, wie die SCU ist, wie viel SCU möchten wir mitnehmen und dann können wir das durchtauschen. Hier sehen wir zum Beispiel die Drop-Einheit. Die haben wir leider nur einmal. Die gibt es nur für einen Pod. Ich glaube, das war der hintere Pod, wo wir die Drop-Möglichkeit haben. Das heißt, hier können wir zum Beispiel, haben wir auch die Jumpsuits. Das heißt, hier können wir auch, wenn wir irgendwo durchfliegen, wo Turbulenzen sind, werden wir nicht durch das Schiff geworfen, das uns verletzen. Das heißt, hier haben wir wirklich die Möglichkeit, zu unserem Drop-Einsatz gebracht zu werden von unserem Squad und natürlich direkt in die Mission reinzustarten und loszulegen. Hier sieht ihr auch überall Waffenhalterung, dass die Waffen natürlich auch nicht durch die Gegend fliegen, wenn wir durch Turbulenzen durchballern. Auf jeden Fall sehr schön, dass sie auch daran gedacht haben, dass wir auch wirklich so ein Pod drin haben, finde ich ziemlich cool. Also wie ihr schon seht, die Retaliator ist wirklich sehr, sehr, sehr umfangreich mit den Pods aufgebaut. Hier sehen wir jetzt die ganz normalen Torpedo-Pods, den vorderen, den hinteren Bereich. Wir haben 6 Torpedos momentan dabei. CIG hat ja gesagt, dass sie das nochmal vielleicht ändern möchten, so wie bei der Eclipse. Das heißt, die Eclipse hat ja diesen Revolver-Mechanismus drin, dass die Torps durchgeschaltet werden, dann können wir die abschießen. So soll das vielleicht auch reinkommen bei der Retaliator. Dann können wir nämlich mehr als 6 Torps mitnehmen. Meine Vermutung ist, dass wir nachher Pods drin haben für die Bombervision, dass wir vielleicht sogar 12 Torps dabei haben und nicht nur 6. Ich bin mal gespannt, ob es so sein wird. Schreibt mal gerne unten in die Kommentare rein. Wie seht ihr das? Lang euch die 6 Torps oder würdet ihr euch freuen, wenn wir den Revolver reinbekommen, wie bei der Eclipse, dass wir vielleicht sogar 12 Torps dabei haben? Würde mich mal gerne eure Meinung interessieren, ihr Lieben. Let's go, gehen wir zum nächsten Thema. Hier sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Wie gesagt, die Retaliator hat den Goldstatus erhalten oder steht kurz vor dem Goldstatus. Das heißt, sie wurde komplett nochmal ein bisschen redesignt von drinnen. Die Türen wurden angepasst von den Größenverhältnissen her. Die Komponenten wurden reingesetzt, was natürlich auch ganz cool ist. Gucken wir uns ein bisschen an. Das ist noch das alte, was wir sehen. Und jetzt sehen wir gleich die neuen Türen. Wir sehen, dass die Türen wirklich ein bisschen größer ist, dass es ein bisschen stimmiger ist, dass das Interieur einfach besser passt und einfach, sag ich mal, besser aussieht. Guck mal, hier sehen wir noch das alte Design, hier sehen wir noch die kleine Tür, hier sehen wir noch den alten Fahrstuhl, wie wir in das Innere des Schiffes reinkommen über den Personal-Fahrstuhl. Der gibt es auch einmal, der ist zweimal vorhanden in dem Schiff, einmal spiegelverkehrt, auf der anderen Seite ist er noch vorhanden. Dann haben wir auch eine Luftschleuse, die so gesehen aufpasst, wegen der Dekompression haben wir mehrere Luftschleusen verbaut, was natürlich auch ganz cool ist. Und hier sehen wir nochmal den neuen Fahrstuhl, wie wir denn in das Schiffinnere reinkommen. Auf jeden Fall gefällt mir das schon mal sehr, sehr, sehr gut. Und dass wir auf jeden Fall auch Docking Collars drin haben, finde ich auch sehr cool. Jetzt kommen wir direkt zu der Redeemer rein, gucken wir mal, was es bei der Redeemer Neues gibt, was interessant ist bei der Redeemer. Das kann ich schon mal raushauen. Sie wird wahrscheinlich tatsächlich Zeiss
oder sag ich mal, Size 3 Large-Schilder reinbekommen, was natürlich wirklich sehr üppig ist. Die Redeemer, sag ich mal, ist ein Schiff im Medium-Segment. Das heißt, sie wird wahrscheinlich ein bisschen kleiner sein wie die Constellation und bekommt wirklich wohl ein Large-Schild rein. Ich bin mal gespannt, was da noch für Komponenten reinkommen, aber ein Large-Schild in die Redeemer ist wirklich schon relativ groß für die Größe des Schiffes. Finde ich schon sehr üppig. Bin ich mal gespannt, ob das so kommt. Was natürlich auch interessant ist, wie sieht es denn danach aus? Was kriegen wir denn noch rein für Komponenten? Welche Größe werden das noch so sein? Ich war selber auch bei der Invictus Week direkt vor Ort und habe mir das auch, konnte ich auch reinglitschen tatsächlich in die Redeemer und konnte mir das angucken. Und die Komponenten sind wirklich sehr, sehr, sehr üppig. Ich bin mal gespannt, wie stabil nachher die Redeemer ist. Aber ich glaube, wir kriegen hier wirklich ein richtig cooles Gunship, was wir wirklich auch direkt im Fight, im Nahkampf ansetzen können. Könnte wirklich sau interessant werden, die Redeemer. Gefällt mir sehr gut bis jetzt, ihr Lieben. Dann kommen wir nochmal direkt zu der Ares. Ist natürlich auch ein sehr schönes Schiff. Denkt daran, die Ares wie auch die Redeemer soll mit 3.15 reinkommen. Was wirklich ein cooles Schiff ist, ist wirklich ein Heavy Fighter. Was wir hier sehen, ist hier gerade die Gatling dran. Die Gatling hat so um die 1900 Schuss in die Minute. Was interessant ist, wir können die Waffen nicht miteinander tauschen. Es gibt ja zwei Versionen von der Ares. Einmal die Ion gibt es und die Inferno. Die Inferno hat die Gatling drauf und die Ion hat die Kanone drauf, die Laser Cannon. Deswegen sind auch die Komponentenverhältnisse unterschiedlich. Und auch der Munitionsverhältnis ist natürlich unterschiedlich. Bei der Inferno haben wir zum Beispiel 1900 Schuss, wie gesagt, in der Minute. Und wir haben um die das Dreifache, wie zum Beispiel bei anderen Raumschiffen, an Munition dabei an Projektilen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich 1500 Schuss hier drin haben. Und die Ion hat dafür aber die ganzen Komponenten drin. Das heißt, sie hat einen Kühler mehr, sie hat einen Powerplan mehr und auch einen Schildgenerator mehr, damit sie einfach so gesehen die Waffe kühlen kann, nachher die Laserkanone, weil die sich aufheizt, natürlich sehr viel Energie benötigen. Das muss natürlich wieder abgekühlt werden. Und den einen Schildgenerator hat die Ion mehr, weil die Legierung ein bisschen schlechter ist, ein bisschen schwächer ist. Und die Inferno, da ist die Legierung, also die direkte Höhlenpanzerung, ein bisschen besser. Und deswegen hat so gesehen die Ion einen Schildgenerator mehr bekommen. Aber generell sind die sich sonst sehr ähnlich vom Design her. Sie haben ein asynchronisches, sag ich mal, Design. Sie ist nicht symmetrisch aufgebaut. Sie ist quasi durch die Waffe, ist sie ein bisschen asymmetrisch aufgebaut. Das ist bei den beiden gleich. Und wie gesagt, das Einzige, was sich unterscheidet, sind die Komponenten und ein bisschen die Legierung. Sonst ist es, wie gesagt, ein One-Fighter, One-Suite. Das heißt, du kannst mit hier einer Person drinne fliegen und ist auf jeden Fall ein sehr cooles Schiff. Was noch interessant ist, da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Wir haben zum Beispiel bei der Ion, die soll einen Alpha-Damage haben von 3000 und die Inferno soll einen Alpha-Damage haben von 3500. Bin ich mal gespannt, ob das so reinkommt, ob die das so beibehalten werden, weil normalerweise haben Laser-Cannon mit dem ersten Hit ein bisschen mehr Wumms und haben dadurch einen höheren Alpha-Damage. Deswegen hat mich das ein bisschen gewundert, dass es momentan hier wohl anders ist. Müssen wir mal abwarten, ob das so ist. Wenn das Schiff drinne ist ins Game, werden wir es sehen, werden wir sie fliegen können oder wie es da aussieht, ihr Lieben. Let's go. Aber auf jeden Fall ein sehr schönes Schiff. Ich freue mich wirklich sehr und ich bin gespannt, wo sie ihren Platz nachher finden wird, die Ares. Hier kommen wir jetzt tatsächlich zu der Hull-Serie. Da gab es auch ein paar coole Informationen. An der wird auch hart gearbeitet. Die Hull-Serie soll nämlich, oder die Hull-Saison reinkommen am Ende des Jahres mit dem letzten Patch für dieses Jahr. Also mit der 3.16 müsste das sein, was natürlich cool ist, wenn die Hull-C reinkommt. Die haben ja das dynamische Grid jetzt hinbekommen. Wir können zum Beispiel jetzt an die Station andocken. Wir können zum Beispiel auch an Schiffe andocken. So gesehen können wir auch das Schiff jetzt dynamisch auffahren. Dadurch, dass das Grid erweitert wird, können wir so gesehen auch die Container aufnehmen, was natürlich wichtig ist bei diesem Schiff, weil wir haben wirklich einen Containerriesen, womit wir wirklich tausende von SCUs von A nach B fliegen können, um zum Beispiel auch die außenen Kolonien mit bestimmten Frachtsachen zu befüllen. Das natürlich sehr cool ist. Das Interieur gefällt mir auch sehr cool. Ich mag die Hull-Serie sehr, sehr gerne. Ich mag das Design sehr gerne. Und was ich eben sau interessant finde, dieses Container-Design mit diesem Gestänge, was auffährt, was sie wieder zusammenfährt, wo wir wirklich tausende Frachteinheiten mitnehmen können, gefällt mir extrem gut. Was noch interessant ist, bei der Hull-Serie, was ein bisschen gedroppt ist, wir haben hier wirklich zwei Kühler drinne, der Größe Medium. Dann haben wir hier noch drinne zwei Schildgeneratoren der Größe Large und da haben wir nochmal ein Powerplanet drinne der Größe Large. Das heißt, wir haben hier wirklich ein Large-Schiff, was Large aufgebaut ist. Bin ich mal gespannt, wie es nachher aussieht, wenn das Schiff drinne ist, wenn wir sie wirklich fliegen können Ende des Jahres. Ich würde mich wirklich sehr darauf freuen. Ich hoffe dann auch wirklich, dass die Container andocken können, wenn es soweit ist. Aber so wie ich CRG kenne, wir haben so gesehen auch schon die Cargo-Base drinne bei den Stationen, zum Beispiel bei den Orbitalstationen. Da können wir ja nachher die ganzen Container droppen und die Container können automatisch an die Cargo Bay angedockt werden und wahrscheinlich auch wieder
andersherum, wenn die entladen oder beladen wird, die Herkules. So viel dazu. Jetzt sind wir eigentlich soweit durch. Das waren die neuesten Informationen, die ich soweit zusammen für euch habe. Ich überlege gerade noch, ob ich was vergessen habe. Was noch interessant ist auf jeden Fall, was auch noch dran gearbeitet werden, ist natürlich die Herkules A2-Bomber. Der soll ja auch noch reinkommen mit der 3.15. Wie gesagt, das wird auf jeden Fall auch noch Phase sein und die wird auch reinkommen. Ich bin mal gespannt, wann es soweit ist, ob sie das reinkriegen mit der 3.15 oder ob es ein X-Patch wird. Sie sind jetzt gerade dabei bei der, sag ich mal, beim A2-Bomber den hinteren Bereich einzuplanen, wo so gesehen die Bomber Bay reinkommt. Der im hinteren Bereich ist die Bomber Bay drin. Da sind sie schon dabei, das alles einzuplanen. Ich bin mal gespannt, ob sie das mit 3.15 schaffen, den A2-Bomber reinzukriegen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. So gesehen soll nämlich mit 3.15 auch die Bomben allgemein als Game-Mechanik reinkommen. Und das Minensystem auch. Bin ich mal gespannt, wie es da aussieht. So, das war es eigentlich alles dazu. Ich werde auf jeden Fall spätestens Freitag wieder für euch da sein. Ich denke mal, ab 17 Uhr könnt ihr mich wieder auf meinen Live-Channel auf Twitch erreichen. Das werde ich auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Start in den Mittwoch. Wie gesagt, ich habe Urlaub. Ich werde wahrscheinlich, wie gesagt, das die Woche über nicht online sein. Ich werde aber Freitag, Samstag, Sonntag für euch live sein auf Twitch. So wird es wahrscheinlich auch nächste Woche auch aussehen, dass ich wahrscheinlich in der Woche weniger online bin, aber dafür für das ganze Wochenende ziehen wir natürlich dann durch für euch. Erstmal schön, dass ihr alle da wart. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen oben da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wie gesagt, lasst gerne auch ein Abo da, wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Bis dann, euer Fexy, bye bye. Tschüss, ihr Lieben.